Hallo zusammen, Michi ist wieder heute da und ich bin wieder für euch hier in Shadowlands unterwegs. Und zwar wollte ich euch heute wieder so ein kleines Opening-Video präsentieren. Heute wollen wir mal wieder den Great Vault öffnen. Ich hoffe, ich kriege was Tolles raus. Und ja, wir wollen nicht nur den vom Main öffnen, sondern von noch, glaube ich, 3 weiteren Chars. Ich war mit den Twinks ein bisschen unterwegs. Nichts Großartiges. Ein bisschen T-Mog-Gedönse mal gucken. Ein bisschen LFR-Stuff gemacht. Und ja, ich würde sagen, wir schauen mal rein. Aber als erstes mit dem Main. Ich würde nämlich gerne ein Set-Teil haben. Denn ich habe es jetzt mal geschafft, letzte Woche doch mal in den Raid reinzuschauen. Ich habe sogar einen Set-Teil gekriegt. Ich war nur mit der Gilde ein bisschen einmal NRC durch, zumindest mal alle Bosse gesehen. Und ein T-Teil habe ich, wenn ich jetzt noch eins aus dem Vault kriegen würde. Am besten natürlich einen 278er, hätte ich zumindest schon mal einen 2er T-Set-Bonus. Was natürlich auch nice wäre, wäre ein Trinket, weil da habe ich auch noch relativ schlechte. Und ich bin gerade so ein bisschen hin und her am Überlegen, ich möchte gern ein bestimmtes DD und ein bestimmtes Tank-Trinket haben. Ich glaube, ich lasse jetzt aber erstmal auf DD stehen tatsächlich, den Loot-Spec, weil DD-Trinkets gibt es 2, 3 ganz halbwegs brauchbare, die eine Verbesserung wären. Und Tank-Trinket ist eigentlich nur eins, das ich haben will. Und zwar ist das das aus The Other Side. Diese Schuppe von HK ist es, glaube ich, genau. Diese Blutschuppe. Und da ist die Chance relativ gering, dass ich die rausziehe. Deswegen lassen wir jetzt mal auf DD stehen und gucken mal rein. Eine Waffe würde ich natürlich auch nehmen. Ich hoffe jetzt mal, dass ich nicht gerade den Kopf rauskriege, sondern Schultern wären ganz gut, Handschuhe. Oder, ja gut, Hose ist natürlich blöd, ne, da habe ich natürlich mein Legendary, aber wir werden sehen. Vielleicht kriege ich an einigen Slots was. Ich war, glaube ich, 4 Keys, 15 aufwärts und dann noch NHC, müssten da auch noch ein paar Sachen drin sein. Und was haben wir drin? Okay, also ich habe hier den Hals 259, da habe ich mein Legendary, also das bringt mir wenig. Dann habe ich einen Ring. 259, das bringt mir auch nichts. Das Trinket, das habe ich, glaube ich, schon irgendwo auf der Bank liegen. Das ist kacke. Dann habe ich Handgelenke mit Versa Tempo. Ja, das ist auch nicht so prickelnd. Und dann habe ich eine Waffe mit Crit Tempo. Also ich sag mal so, Crit Tempo sind halt nicht die optimalen Stats. Ich brauche halt eigentlich auf jeden Fall Versa drauf. Versa Tempo wäre halt gut. Ich habe schon eine Crit Tempo Waffe an. Aber halt 265 und jetzt habe ich eine 278er Waffe. Die ist nicht optimal, die Waffe, aber die ist auf jeden Fall besser als die, die ich habe. Nehme ich natürlich gerne. Lieber hätte ich ehrlich gesagt ein Tier-Item drin gehabt, ne? Aber es ist ein Upgrade. Zwar jetzt nicht ein, also ne, Waffe ist eigentlich immer ein nices Upgrade, aber halt von 265 auf 278 ist jetzt nicht das Giga-Upgrade. Ich habe nämlich nur einige 252er Items an. Und ja, perfekte Stats hat leider auch nicht drin, also das muss langfristig, muss das eh wieder weichen. Gut, ich kriege einen 17er Key, ich habe letzte Woche ein paar verschiedene gemacht, ich glaube auch einen 17er unter anderem, ich glaube auch einen 18er depleted, von einem von denen kommt es auf jeden Fall. Und ja, würde ich sagen, nehmen wir die Waffe mal raus und die können wir dann tatsächlich auch gleich mal verzetten. Was hatte ich denn auf der anderen drauf? Ich hatte sündhafte Offenbarung drauf. Das werden wir dann hier auch nochmal drauf machen. Jetzt haben wir sogar schon zumindest 270er Item Level. Sündhafte Offenbarung. So, da haben wir es. Oh, ist ja relativ teuer. 500 Gold hier. Sonst sind immer die Waffen, oder die allgemein die VZ so günstig drin. Aber das, ja, 500 Gold. Naja gut, ich hab's ja, ne? Gut, dann ziehen wir das einmal an. Und dann kann ich eigentlich die andere Waffe auch direkt weghauen, wenn wir ehrlich sind. Nicht, dass ich die versehentlich wieder anziehe, weil die ist auf keinen Fall schlecht, besser. Die hat, ne, die komplett gleichen Stats drauf, nur halt weniger dementsprechend. Gut, das kommt weg. Dann werden wir das auch einmal gleich T-Mocken. So, da, was, ich weiß gar nicht, was habe ich denn auf einer anderen Waffe eigentlich T-Mock gehabt? Ach ja, genau, ich habe diese komische Axt da, ne? Ja, übernehmen wir das einfach, scheiß drauf. Gut, dann sind wir jetzt auf dem Main schon soweit durch. Ein kleines Upgrade war es wieder, wie gesagt, jetzt haben wir Durchschnitts-Item-Level, also maximal 270 und angelegt 267, liegt halt so ein bisschen an diesen Low-Trinkets, die waren letzte Season schon schlecht. Wisst ihr, was ich manchmal im Plus spiele? Ich spiele hier aus der ersten Season mit einem 223er Trinket, also diese Blutschuppe, da bräuchte ich echt mal eine bessere, ne? Also da muss ich mal gucken, vielleicht muss ich da seit die Woche mal laufen. Ich habe auch noch einige Punkte zusammengespart, hier seht ihr, 1500,
vielleicht droppt ja irgendwas an den Slots, wo ich jetzt noch relativ low habe, dass wir das ein bisschen hochkriegen. Das wäre zumindest gut. Mal gucken, also Handschuhe, Schuhe, irgendwie sowas, was ich dann halt ein bisschen upgraden kann. Gut, dann loggen wir jetzt hier einmal um. Und zwar war ich ein bisschen LFR mit meinem Priester unterwegs gewesen und mit meinem Monk und dem Hunter unter anderem. Ja. Warum habe ich das gemacht? Erstmal brauche ich das Gear aus der Instanz nicht zum Upgraden von meinem Item-Level, sondern die Chars haben teilweise schon höheres Item-Level, sondern das brauche ich für das für den Set-Bonus, beziehungsweise für, also jetzt nicht den Set-Bonus von den Items, sondern für dieses Komplett-Set fürs T-Mog. Ne? Dementsprechend habe ich da mit ein paar Chars die Instanz gehört. Ist zwar ein bisschen blöd, weil jetzt für jede Klasse ein eigenes Set gibt und dementsprechend man eigentlich sich wahrscheinlich auf eine konzentrieren müsste, aber ich dachte mir, komm, ich streue es jetzt mal ein bisschen mit den Chars, bin ich eh nebenbei online und wenn dann ein Proc kommt, dann kann ich das machen. Mit dem farme ich nämlich ein paar Daily-Sachen oder Transmog. Gut, wenn wir jetzt auf den Priester einloggen, schauen wir jetzt erstmal mit dem Hunter rein. Da müsste ich 2 Slots aus dem Vault haben. Übrigens, ich habe mit dem Hunter schon theoretisch einen 2er-Set-Bonus, ne? Jetzt gucken wir mal, was wir drin haben. Hose und Handgelenke. Ich habe theoretisch, wo habe ich es denn? Oder habe ich es auf die Bank gepackt? Ah, ich habe es auf die Bank gepackt, meine ich. Ja, gut, perfekt. Das werden wir jetzt bestimmt gleich finden. Ja. Also ich meine, hier müsste ich irgendwo den Set-Bonus drauf haben. Es wäre jetzt auch gut rauszufinden, was es ist. Nicht nur, um es euch zu zeigen, sondern auch, um dann das Item auszuwählen. Ja, ah ja, genau, hier. Ich habe Handschuhe, seht ihr? Vom Tierset. Und, warte mal, vielleicht heißen die gleich irgendwas mit Gott? Ah, clever. Und dann habe ich die Schultern noch. Wie ihr seht, beide aus dem LFR. Die hatte ich schon mal, einmal hatte ich es, glaube ich, aus dem Vault einen Teil. Letzte Woche schon mal aufgemacht, habe ich dann vergessen, aber mit ins Video reinzupacken. Und dann hatte ich eins, glaube ich, gedroppt bekommen im LFR. Also da habe ich schon 2er-Set-Bonus. Einmal, wie gesagt, Schultern und die Handschuhe. Und was haben wir jetzt hier drin? Wir haben die Hose noch drin. Das kann ich mir doch nicht erzählen. Ich habe mit dem Twink jetzt 3 Teile vom Tierset. Ne? Hier habe ich sogar noch Dings, ne? Hände mit dem Sockel. Und mit dem Main habe ich immer nur noch erst ein Teil. Ja gut, komm, wir nehmen die Hose. Haben wir zumindest nochmal ein Set-Teil mehr. Ich glaube, mein Hunter kriegt den 4er-Set-Bonus. Halt zwar über ein LFR, ne, aber immerhin. Früher als mein Main 2er-Set-Bonus kriegt das schon traurig. Das ist schon richtig traurig. Und mit dem brauche ich es nicht wirklich, ne? Aber gut. So, dann bin ich am Überlegen, komm, das packen wir jetzt auch gleich auf die Bank. Nicht, dass ich es versehentlich verkaufe, weil. Achso, warte mal, da hinten ist ja die Bank drin. Die Geschichte ist halt so ein bisschen so, dass ich den hier hauptsächlich als Verkaufschar nutze und da kommt sowas schnell unter die Räder, deswegen habe ich das andere auf die Bank gepackt. Jetzt machen wir das mal anders, jetzt muss ich mir irgendwie hier Platz schaffen. Wo waren denn diese Dinger? Warte mal, dann nehmen wir einfach das hier raus und packen das rein. Wo ist das Item gelandet? Perfekt, ich finde es nicht mehr. Da haben wir es, okay. Dann haben wir da jetzt zumindest schon mal 3 Teile vom Set auf der Bank. Gut, dann würde ich sagen, loggen wir mal um. Ich weiß nicht mehr, was das Set macht beim Hunter, muss ich ehrlich sagen. Müsste ich mir mal angucken, ob sich das rentiert. Aber den Char, wie gesagt, den spiele ich eh nicht aktiv. Den ziehe ich mit meinem Main immer mit durch Serra Mortis, um die Dailies zu machen, um den Ruf auch zu kriegen. Ne? Im Hinblick dann auf die Paragon-Kisten, dass ich dementsprechend da ein wenig mehr rausziehen kann. Gut, dann, ich glaube, auf dem Monk haben wir auch noch was gemacht. Mittlerweile habe ich auf dem Main-Account hier schon auf den Priester eingeloggt. Und mit dem habe ich, glaube ich, auch ein paar Bosse im Raid drin gemacht. Mit dem brauche ich nämlich auch ein bisschen Ruf. Dachte mir, komm, gehen wir den Priester rein. Die Bosse bringen da auch ein bisschen Ruf. Ne? Mit dem muss ich nämlich Inschriftenkunde noch ein bisschen hochziehen. Den Ruf, glaube ich, auf respektvoll, dass ich einmal so Rezepte da kaufen kann. Perfekt. Und der hat auch ein Tierteil drin. Stoff nehmen wir mit. Der Twink, mit dem ich jetzt einmal im LFR war, hat genauso viele Tierteile wie mein Main. Perfekt. Perfekt. ich hätte mit dem Main, wisst ihr, noch vor ein paar Wochen die Brust rausnehmen sollen, ne, die ich dann nochmal gekriegt hatte. Also dasselbe Item, weil bloß mit Tierbonus hätte ich jetzt zumindest schon mal einen 2er-Set-Bonus. Die ist sogar besser. Die lege ich jetzt gleich mal an. Weil die ist von den hinteren Bossen, ne? Diesmal gibt es anscheinend nicht mehr so eine Restriktion, du musst die hinteren Bosse gekillt haben, um davon auch Loot zu kriegen, sondern es gibt hier 246, das müsste dann wahrscheinlich, hier steht es Raigalon, ne? Das ist der
vorletzte Boss, je nachdem, wie man es nimmt. Genau, okay. Das war's dann eigentlich mit dem Char auch. Haben wir auch nochmal ein Set-Teil gekriegt. Dann würde ich sagen, können wir als letztes noch bei meinem Monk gucken. Mit dem habe ich, glaube ich, nur ein paar Bosse gelegt. Also da dürfte ich jetzt keine zwei Belohnungen kriegen, sondern nur eine. Wahrscheinlich ist noch ein Set-Teil drin. Wartet mal ab hier. Ich sehe schon kommen. Doch, ich habe auch zwei Dinger. Nee, es ist kein Set-Teil drin. Ich habe zwei Trinkets drin. Ich habe ehrlich gesagt keine Ahnung, was davon besser ist. Angriff haben wir eine Chance, irgendwie Schaden zu abzubinden. Ist das ein Tank? Warte mal, habe ich bei dem auf Tank stehen? Ah, ich habe bei dem auf Tank stehen. Okay. Das eine ist ein DPS-Trinket, oder? Das proct mit Damage und das. Und das hier ist quasi ein Absorb. Ja gut, im Endeffekt, ich mache eh keinen krassen Content. Wir nehmen jetzt das Damage Trinket. Wenn ich mal mit ihm unterwegs bin, meistens in irgendwelchem alten Content, ne, auch um Sachen zu farmen, ist mehr Damage besser. Da müssen wir nicht unbedingt defensiv sein. Ja, das ist auf jeden Fall ein kleines Upgrade für den. Ist jetzt natürlich schade, wenn irgendwas T-Mog-mäßiges drin gewesen wäre, hätte ich natürlich das genommen. Aber ja, ist ein Upgrade für den Char, soll er haben. Der hat sogar einen Legendary an, sehe ich, ne? Habe ich zwar nicht abgegradet, aber zumindest. Meine ganzen anderen Chars, die haben alle keine Legendaries. Zu geizig für die Chars, das auszugeben. Gut, dann sind wir tatsächlich damit wieder am Ende mit dem kleinen Opening-Video. Hat mich gefreut, dass ihr dabei wart. Schreibt mir gerne in die Kommentare, was ihr so bekommen habt. Und vor allem, wie es bei euch mit dem Set aussieht, würde mich auf jeden Fall interessieren. Und ja, dann sehen wir uns nächste Woche wieder, wenn ich dann hoffentlich endlich mein Tierset rausziehe. Euer Tela, bis dann. Ciao.